Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich habe für euch, ich habe es angedroht, ein kleines Rum-Video vorbereitet und ich habe diese Tropfen blind probiert. Als ich es probiert habe, ging ich noch davon aus, alles drei wären deutsche Rums. Das ist nicht ganz richtig, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe es angedeutet, denke ich, in dem Videoteil. Ich werde es ein klein bisschen zusammenschneiden. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Rum. Ich bin jemand, der aber gerne verschiedene Sachen probiert. Ich habe von einem lieben Arbeitskollegen, dem Martin, drei Samples bekommen. Ich habe die Auflösung erst, nachdem ich ihm mein Vorab-Video gezeigt habe, überreicht bekommen. Ja, es ist für mich eine relativ umständliche Art und das mache ich auch wirklich nur von guten Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war eine spaßige Aktion und ja, ihr könnt ja gern mal sehen, wie ich mich geschlagen habe. Ich habe mich gar nicht dran getraut, irgendwas erraten zu wollen, sondern ich gehe nur nach dem, was ich schmecke. Das Ergebnis allerdings ist relativ, ja, überraschend, kurios, seht selbst. Gehen wir einfach mal zur ersten Abfüllung. Ich weiß, es ist alles Rum und ich weiß, es ist deutscher Rum und damit erschöpft sich meine Erkenntnisse über das, was ich hier im Glas habe. Ich habe natürlich kurz an ein Fläschchen geschnüffelt und deshalb die Reihenfolge umgestellt zu dem, was er mir darauf beschriftet hat, weil Nummer 2 ist nicht nur deutlich dunkler, es riecht auch deutlich schwerer und ich glaube, dass wir das, was hinten dran kommt, killen. Ja. Wisst ihr, wenn ihr euch einfach so aus Sicht eines Laien Rum-Aroma vorstellt, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. In Alkohol aufgelöste Gummibärchen. Eine Spur milder Tabak vielleicht. Ein klein bisschen Kokos. Alkohol nicht zu merken, aber die meisten Standard-Rums haben ja eh nur 40%, wenn überhaupt. Es gibt ja sogar manche mit 38, was ich eher als Likör einstufen wollte. Nicht zu süß. Eigentlich ganz angenehm. Wie gesagt, so wie man sich Rum einfach so vorstellt. Wenn dir das jemand hinstellt, dann merkt man, dass es Rum. Man braucht da nicht groß rumrätseln. Sorry für den blöden Gag. Gucken wir mal, was er kommen kann. Angenehm eigentlich, ja. Ja. Alkohol hier ein klein bisschen mehr, aber nicht unangenehm. Ich würde die Gummibärchen spezifizieren. Es hat für mich so einen typischen Katjes-Beigeschmack. Das schmeckt nicht wie Haribos. Eine Spur Vanille, mehr Kokos. Gegen Ende fängt da an, ein bisschen trocken zu werden, finde ich aber angenehm. Schiebt sich so eine säuerliche Grapefruit-Note mit rein. Die hat aber auch ein bisschen was von was Künstlichem. Grapefruit-Gummibärchen, süßlich herb. Wie gesagt, wird ein bisschen trocken. Ich merke ein bisschen Eiche, wird ein klein bisschen belegend. Durchaus angenehm. Ja, das möchte so, dass man den nächsten Schluck nimmt, habe ich so das Gefühl. Mehr Körper, als ich erwartet habe. Grapefruit, saure Orangen ein bisschen im Abgang. Eichenwürze, Vanille jetzt im zweiten Schluck ein bisschen mehr da als der Kokos. Und jede Menge Katjes. Also wenn ihr dieses typische Aroma von Katjes-Gummibärchen mögt, dann ist der sehr, sehr geeignet. Eine Spur Süßholz. Lakritz. Angenehm. Ordentlicher Trinkrum, an den sich wahrscheinlich am nächsten Tag wenig Leute erinnern würden. Aber er bietet am Gaumen doch überraschend mehr, als ich an der Nase erwartet habe. Die Nase ist nicht schlecht. Wie gesagt, es riecht einfach nach Standard, das, was man sich so drum vorstellt. Könnte jetzt irgendwie so, ja, Standard rum sein, sage ich mal, so ein bisschen besserer Kubaner oder sowas in der Art. Nicht zu süß, nicht zu nachgezuckert wirkt da, sondern wirklich
gegen Ende fast ein bisschen trocken werdend, aber trotzdem jetzt nicht zu strange in den Aromen oder zu herb. Gut balanciert eigentlich so zum Trinken, wie gesagt. So zum Purtrinken. Ordentlich Aromen. Gucken wir mal. Ach nee, ich wollte ja den dritten probieren. Da habe ich vorhin dran gerochen und ich habe, als er mir die Fläschchen gegeben hat, schon mal dran gerochen. Mal sehen, was der jetzt tut. Ich habe den jetzt von einer Weile eingegossen. Hui, ist immer noch. Rosenwasser mit Marzipan. Rosenduftraumspray. Sehr parfümig, blumig und dazu, ja, Marzipan, Teebaumöl, Bittermandel. Sehr, sehr, sehr blumig insgesamt, aber Rosenblätter, wirklich Rosenblätter. Wisst ihr, was mich das erinnert? Vor ein paar Jahren war es mal in Sekt mit so Rosenblätter, Sirup, Saft oder sonstigem Zeug zu vermengen. Das riecht ziemlich genauso und ich bin froh, dass diese Unsitte inzwischen wieder ein bisschen nachgelassen hat. Alkohol auch nicht zu merken, wahrscheinlich auch in 40%. Super blumig, parfümig. Nee. Wisst ihr, das erinnert mich so an manche fehlgeleiteten Experimente mit Weinfässern. Gerade als das so aufkam, da haben manche auch so eine komische Rosenwassernote bekommen. Ah, hier ist dann noch so Marzipan und Bittermandel. Ich finde es so ein Hauch Teebaumöl. Es riecht jetzt nicht unangenehm, so. Wenn ich irgendwie das an einem Gebäck oder so vielleicht dran hat. Ja. Backen, aber das ist alles zu konzentriert, zu blumig für mich. Okay. Wirklich. Rosenblätter. Parfümig. Maiglöckchen-Duftspray. Boah. Und zwar so parfümig, wie wenn ihr in eine Parfümwolke reinlauft, das aus Versehen auf die Zunge kriegt, diese Tröpfchen, wo in der Luft hängen, und ist diese bitterblumig-parfümige Note hat. Der ist gleich im Antritt ziemlich bitter. Alkohol ist weniger zu merken wie im anderen, aber es geht alles in dieser penetranten Blumigkeit unter. Veilchen, Maiglöckchen, Rosenblätter, aber so richtig penetrant. Gar nicht meins. Süße allerdings auch wenig vorhanden. Also nachgezuckert schmeckt der nicht, aber der schmeckt wie mit Auszug aus Rosenwasser aromatisiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Spice Room. Vielleicht ist das irgendwie eine Spezialität. Aber der schmeckt widerlich. Ganz ehrlich, der schmeckt richtig widerlich. An der Nase dachte ich ja, okay, er ist sehr blumig. Ich hatte aber noch so einen Anflug von Marzipan. Vielleicht gibt es dem dann eine Erdung. Aber, nee, sorry. Also, gar nicht meins. So, das roch am Fläschchen schon interessant, recht speziell. Kennt ihr Stork-Schokoriesen? Löst sie in Alkohol auf. Ich glaube, die Farbe könnte auch stimmen, wenn genug Alkohol im Spiel ist. Der sticht übrigens ein klein bisschen durch. Wenn ich die Nase tiefer reinhänge, dann haben diese Schokoriesen keine Karamell, sondern eine Kokosfüllung. Also dieses dunkelkaramellig, zähe, mokka-schokoladige von Schokoriesen gemixt mit Bounties. Super süß, super schokoladig mit einer ordentlichen Spur Kokos, künstlichem Kokosaroma. Extrem süß, extrem schwer. Ja,
Das könnte ich mir jetzt tatsächlich so als Dessert vorstellen. Ja, okay. Das ist so die Art Rum, wo du ein Gläschen nimmst und dann wahrscheinlich macht es irgendwo dicht. Das schmeckt dann nicht schlecht, aber du magst nicht mehr. Oh, ruhig. Ja, wirklich diese einen Mix aus Bitterschokolade, da ist so eine leicht herbstschokoladige Note mit drin. Im Nachgeschmack wird die sogar noch extremer. Wirklich Schokoriesen und Bounties. Alles in einem. Er ist zuckersüß vom Kokos und von dieser Schokoriesenfüllungscreme, hat aber auch so eine leichte Mokka-Kaffeenote mit dabei. Total überzuckerter, dicker Kaffee. Zartbitterschokolade, der Abgang ist endlos lang und da wird immer mehr Richtung Kaffee und Zartbitterschokolade hinten raus. Das Kokos verschwindet dann. Schade, dass die Konsistenz auf der Zunge ein bisschen dünnflüssig ist. Der könnte jetzt so richtig fett sein, so richtig. Aber ganz ehrlich, anstatt einem Mokka nach dem Essen kannst du auch den Rum trinken oder so. Also wenn man da Lust drauf hat, ist das glaube ich geil. Das hätte auch ein Mokka-Schnaps oder sowas, ein Likör sein können. Ein Schokolikör, ein Mokka-Likör, irgendwas in der Art. Auf Rum wäre ich jetzt nur begrenzt gekommen. Aber wenn lang auf der Zunge hält, so ganz am Anfang, hat man so ein bisschen was von Jaffa Softcake Füllung, künstlichem Orangen Masse damit drin, bevor es dann wieder Richtung Schokolade, Richtung Ansätze von Bounties und dann Richtung diesem süß-herben Mokka kippt hinten raus. Ja, wie gesagt, als Dessert zu einem Eis kann ich mir vorstellen, dürfte von der Konsistenz ein bisschen wuchtiger sein. Er ist ein bisschen dünnflüssig für das, aber geschmacklich? Das ist jetzt eigentlich nicht mein Profil, aber ich muss gestehen, ich mag's. Ich werde das Fläschchen definitiv leer trinken. Den ersten vermutlich auch. Aber das da. Sorry, nee. Es ist auch gar nicht mein Profil, muss ich sagen. Also blütenparfümig, Rosenblüten, nee. Ich habe keine Ahnung, was das alles war. Es war deutscher Rum. Ich weiß nicht mal, ob es Spiced Rum ist. Ich würde sagen, die haben alle 40% so durch die Bank. Vielleicht hat einer mal 42 oder so. Aber das ist alles jetzt nichts stark Alkoholisches. Das ist, ja, der erste ist so das, was man sich unter Rum vorstellt. Der dritte ist widerlich. Und der Nummer zwei ist ganz einfach aufgelöste Schokoriesen mit einem Hauch Bounty. Ziemlich geil, wenn man auf sowas Dessertiges Lust hat, nicht unbedingt das, was man so, ich möchte einen Rum trinken im Kopf hat. So, das ist äquivalent zu einem total Sherry-überladenen Whisky oder so einem Glen Ells Amarone Cask oder so. Das ist irgendwie so, ja, ich schmecke irgendwie andere Aromen, die ich nicht unbedingt mit dem Gerät, mit dem Getränk in Verbindung bringe, aber es schmeckt trotzdem irgendwie geil rum. Martin, vielen Dank für diese drei Samples. Ich kenne mich mit Rum, wie gesagt, relativ wenig aus. Ich probiere gern mal was. Ich muss sagen, zwei von den dreien finde ich durchaus angenehm. Es ist jetzt nichts, was ich mir jetzt sofort kaufen müsste, wie gesagt, aber ich trinke auch nur gelegentlich mal rum. Ich finde es spannend zu probieren. Und der dritte da. Also ich weiß, warum du ihn am Ende platziert hast. Wahrscheinlich wären die Blüten so penetrant, dass ich sie selbst nach der Schokobombe noch schmecken würde. Allerdings bin ich über die Reihenfolge so gerade eben glücklicher, weil ich den ekligen Geschmack aus dem Mund habe. Das muss man dem Ding lassen. Also der legt sich wie so ein Schokofilm auf die Zunge und der bleibt da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Like und ein Abo da, falls ihr das doch zu sehen kriegt. Martin, ich hoffe, du bist mit mir zufrieden und ich bin sehr auf deine Auflösung gespannt. Wir sehen uns.
Bis dann. So, und ich denke, ihr habt mich eine Runde beim Rumverzweifeln gesehen und ja, ich hatte da mein Erlebnis mit was ziemlich Furchtbarem und das Schöne oder nicht so Schöne dran ist, es verbindet sich gerade mit dem Video zum deutschen Whisky, aber dazu kommen wir gleich. Die Nummer 1, die ich von ihm bekommen habe, ist nämlich tatsächlich kein deutscher Rum, da war ich fehlinformiert, sondern einfach ein günstiger Rum, den er für gar nicht so schlecht hielt, den er mir einfach kurioserweise untergeschoben hat. Und zwar ist es ein Lidl-Produkt, Captain Cook's Rum, und zwar der 2 Jahre lang in Bordeaux-Fässern aus Limousin-Eiche nachgereifte Captain Cook's. Der kommt von der Insel La Réunion und kommt immerhin mit 46%, ist damit der alkoholstärkste in diesem ganzen Setup. Ja, auch der klischeehaft Rum schmeckendste, sage ich mal, von den Bordeaux-Fässern, ganz ehrlich. Habe ich nichts gemerkt, aber ich glaube, die mehr Power tut ihm gut und wenn man bedenkt, dass das ein Rum ist, wo ich die 0,5er Flasche für 11 Euro oder so krieg, ja, ich glaube, kann man pur trinken, kann man zum Backen verwenden, ist okay. Ganz einfach. Als ahnungsloser Mensch, sage ich mal, das ist durchaus sein Geld wert. Der zweite, den ich als drittes besprochen habe, aber ich gehe jetzt einfach hier die Nummern durch, ist tatsächlich ein deutscher Rum aus dem Schwarzwald. Und zwar ist das der Woodstock von Bimmerle. Wer denkt sich diese Namen aus? Aus Achern-Mörsbach. Der kommt leider nur mit 40% daher, ist ein Spiced Rum. Ich habe allerdings auf denen ihrer Homepage außer viel Marketing-Tamtam relativ wenig drüber gefunden, mit was sie denn gespeist haben. Ja, es ist ein sehr schwerer, süßer, dessertartiger Rum. Ich fand ihn auf seine Weise ziemlich cool. Ich glaube, ein paar Prozent mehr Alkohol hätten ihm gut getan. Preislich irgendwo um die 20 Euro. Ja, kurioses Ding. Deutscher Rum muss nicht eklig schmecken. Wie gesagt, ein bisschen mehr Kraft hätte ich mir da gewünscht. Machen aber grundsätzlich mal nichts falsch. Wie gesagt, beim Rum ist das mit Spice so eine Sache. Man darf ja fast alles reinmixen. Ich weiß nicht, was die da dazu getan haben. Schokosirup? Keine Ahnung. Nicht unbedingt als alkoholisches Getränk, aber als Zuckersüße. Gleichzeitig herb, zart, bittere Mokka, Kaffee, Noten, Getränk, ja, funktioniert ganz gut. Das Grausame, was ich probieren durfte. Und ich glaube, ich mache mich bei den Jungs echt unbeliebt, denn ich habe ihren Whisky zerrissen. Das ist der Black Deer Rum aus dem Schwarzwald, aus Feldberg von Gscheiterbeck. 43%. Und ich dachte, okay, vielleicht müsste ich mal den Rum probieren, vielleicht können sie das besser als Whisky, aber nee, das ist ja Parfüm, das ist blumig, das ist Ich glaube, ich habe mich im Video, deutlich genug dazu geäußert, ich finde es ziemlich ungenießbar. Ich blende euch ein Foto mit den Flaschen am Ende ein, gebe euch Links zu den Homepagen von den Herstellern, beziehungsweise beim Captain Cook, zur Lidl-Beschreibungsseite, weil da habe ich nichts anderes gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dieses kleine Video zur Abwechslung hat euch Spaß gemacht. Ich fand's witzig. Ich werde sicher nicht zum Rum-Fan konvertieren. Ich probiere trotzdem gerne weiterhin. Es gibt auch ein paar Tropfen, die ich durchaus mag. Wie gesagt, bei den ersten zwei... Ich würde jetzt nicht loslaufen und mir sofort eine Flasche von kaufen, aber das kann man durchaus gut trinken, das ist okay. Der dritte? Nee, ganz einfach, nee. Ich habe das Fläschchen auch noch irgendwo rumstehen, ich habe es seit dort nicht mehr angerührt. Ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, lasst mir ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wieder und dann mit Whisky. Bis dann, schöne Ostern.